Die zwei fürsorglichen Zeichen, das sind Stier und Krebs. Krebs wird vom Mond regiert und Mond steht für Emotionen, Bedürfnisse, Reaktionen. Krebse sind die, die sich um andere kümmern, die sich um andere sorgen. Deswegen stehen sie auch für das Wort ich kümmere mich, auf Englisch I care. Und Stiere, da ist der Mond erhöht. Das macht diese beiden Zeichen die fürsorglichsten Zeichen innerhalb der Astrologie. Also es hat alles einen guten Grund. Es gibt aber trotzdem, man kann immer noch sagen, zum Beispiel, dass die Venuszeichen auch zum Teil fürsorglich sind. Man kann jetzt nicht komplett sagen, nur diese beiden Zeichen sind fürsorglich, aber die haben am meisten die Fähigkeit, Fürsorge auszuspielen, ja, fürsorglich zu sein in jeglicher Art und Weise. Man kann sich viel um andere Personen sorgen und kümmern wollen, beziehungsweise auch um Dinge. Das sind diese zwei Zeichen, die sind so in ihren Emotionen mehr. Wobei Stier eher weniger, weil Stier ist Erde. Aber trotzdem sind es die auf Dinge mehr reagieren. Ja? Vielleicht nicht unbedingt zeigen, dass sie auf Dinge reagieren, aber die beiden reagieren am meisten, weil sie vom Mond regiert werden oder der Mond ist erhöht in Stier, sagen wir das so. Also diese beiden Zeichen sind stark vom Mond beeinflusst sozusagen. Fangen wir mit Krebs an, weil hier der Mond regiert. Krebse, ihr seid so kardinales Wasser. Das heißt, ihr initiiert und kreiert immer neue Wege, wie man mit Emotionen und Gefühlen umgeht. Ja, ihr seid die Zeichen, die nehmen diese Mondenergie, diese Bedürfnisse, diese Emotionen und ihr behält sie auch noch in. Ne? Also ihr habt sie automatisch so in euch und ihr reagiert auf eure Gefühle, ihr reagiert auf eure Emotionen, weil ihr Wasser seid. Und dementsprechend versucht ihr auch, neue Emotionen zu kreieren, neue Emotionen zu initiieren. Das macht euch auch fürsorglich. Ne? Ihr versucht, die Emotionen im Raum zu verändern. Das seid ihr, so seid ihr einfach. Und weil hier der Mond regiert, gibt es euch extra die Fähigkeit, sehr fürsorglich zu sein, sehr, sehr für andere zu sorgen wollen, ja, vor allem emotional. Wobei Stier das eher materiell machen könnte und Krebse halt eher emotional. Ihr seid diese Ratgeber, weil hier ist auch Jupiter erhöht. Und diese Mischung von Mond und Jupiter, die macht euch zu diesen weisen Müttern. Ne? So kann man das wirklich auf den Punkt bringen. Die Mütter, die schon viel erlebt haben, emotional erlebt haben zumindest, und dadurch anderen auch helfen wollen, helfen können, weil sie wissen, wie gewisse Dinge auf einen wirken und wie man auf Dinge reagiert. Also sie kennen sich damit aus, Bedürfnisse zu haben. Ne? Sie wissen, beide Zeichen wissen, wie wichtig es ist, Sicherheit zu haben und Stabilität. Ne? Zum Beispiel Stiere wird auch oft mit dem zweiten Haus assoziiert. Zweites Haus ist so Stabilität. Ne? Die brauchen die Sicherheit eher im Äußeren, weil sie Erde sind. Ja, sie reagieren auf diese Realität, wobei Krebse auf ihre Emotionen einfach reagieren oder auf die Emotionen generell. Und Krebse, wo war ich stehen geblieben? Krebse, sie, wo war ich stehen geblieben? Dass sie diese Energie nicht unbedingt vom Äußeren nehmen, sondern immer vom Inneren. Genau. Also gehen wir mal zu Stier. Stier, ihr seid fixiert auf eure eigene Weise, wie ihr denkt und praktisch seid in dieser Welt. Ja, ihr seid nicht unbedingt zu tief verloren in euren Emotionen und Bedürfnissen wie Krebse. Ja, weil bei Krebs fehlt auch der Planet Saturn. Das heißt, sie sind sehr unrealistisch. Krebse sind nicht unbedingt realistisch. Sie verstehen die Realität nicht. Für sie ist sie zu hart. Sie wollen eher diese Weichheit haben. Dass alles stimmt, alles so smooth ist ihr natürlich auch, aber ihr könnt besser mit der Realität umgehen als Krebse. Dann im Krebs fällt auch Mars. Das heißt, das macht Krebse noch mehr dazu abgeneigt, sich mit irgendwen zu konfrontieren oder in diese Leidenschaftsenergie reinzugehen generell, in diese Verlangen. Ja, nicht falsch verstehen, Krebse haben trotzdem ein hohes Bedürfnis nach Komfortabilität, genauso wie Stiere. Wahrscheinlich Stiere sogar mehr. Sie brauchen es aber eher im Äußeren, wobei Krebse das eher emotional brauchen, diese Sicherheit. Sie brauchen eher emotionale Stabilität. Genau. Genau, also die beiden Zeichen, die können nicht gut mit der Marsenergie auskommen.
Ne, die sind dadurch auch nicht so egoistisch. Die sind nicht egoistisch, nicht auf ihre Ziele unbedingt schauen, nicht auf ihre Leidenschaften. Sie haben mehr die Fähigkeit, auf andere zu schauen, auf mehr zu reagieren, anstatt zu agieren. Ganz wichtiger Punkt. Weil hier der Mond ist so ein bisschen, ist die Opposition von der Sonne. Ne, Sonne ist männlich, Mond ist so weiblich. Sonne agiert, Mond reagiert. Deswegen, diesen Zeichen fällt es nicht so leicht, einfach zu agieren, einfach auf ihre Leidenschaften zu handeln. Ne? Sondern die brauchen mehr, die haben nicht immer so viel Wille wie zum Beispiel ein Widder. Die müssen von diesen Zeichen lernen. Aber ja, gehen wir mal ein bisschen zu Stier. Und zwar Stier, ihr seid halt, ihr initiiert nicht unbedingt neue Emotionen, sondern ihr seid fixiert auf eure Emotionen mehr, weil hier der Mond erhöht ist, aber ich würde sagen, fixiert auf eure eigene Weise, wie ihr denkt und praktisch seid. Und weil hier der Mond erhöht ist, müsst ihr euch trotzdem wohlfühlen können innerhalb dieser Realität. Ihr müsst eure Komfortabilität haben. Deswegen steht ihr für das Wort Ich habe. Ihr sorgt euch mehr darum, Dinge zu haben, damit ihr euch richtig wohlfühlen könnt, einen Sinn von Sicherheit habt. Deswegen steht ihr so für diese Zeichen, die Stabilität aufbauen wollen und unbedingt langsam und sicher vorgehen wollen, ja, dass alles sicher bleibt. Was kann ich noch sagen zu Stiere? Stiere, ihr werdet auch von Venus regiert. Das heißt, hier ist die Mischung von Mond und Venus noch dazu. Das heißt, ihr braucht Komfortabilität, ihr habt viele Bedürfnisse. Das macht euch sehr, sehr wählerig, weil es muss alles stimmen, es muss allem eurem Geschmack entsprechen. Und dann ist hier noch, regiert hier Venus. Das heißt, ihr habt dann auch noch mehr Bedürfnis nach so Vergnügen, nach Schönheit, nach Ästhetik. Ne, es muss wirklich bei euch alles schön sein. Ihr könntet die besten Dekorateure sein, die besten Modedesigner, weil ihr sehr in diesem Spektrum seid, in diesem emotionalen, aber so auch leichteren Venus-Aspekt, diesem Schönheitsaspekt. Ihr seid so Emotion plus Gefühle, Schönheit, Vergnügen. Mond plus Venus. Und ihr seid eher fixiert darauf. Ne? Ihr wollt nicht unbedingt initiieren und kreieren, sondern ihr wollt eher konsistent darauf bleiben. Deswegen steht ihr auch für Stabilität. Ihr braucht auch ein stabiles Fundament. Also so sehen diese zwei Zeichen aus. Das sind die fürsorglichsten Zeichen. Wenn ich mich entscheiden müsste, sind die das. Von denen können wir lernen, einfach mal sich für andere auch zu sorgen. Ne? Wo zum Beispiel Steinbock das manchmal schwer fällt. Steinbock, die Opposition von Krebs. Die stehen für das Wort Ich nutze. Ne, sie achten nicht unbedingt auf die Emotionen, sondern sie können eher Dinge ausnutzen, um praktisch zu sein, um ihre beruflichen Ziele bzw. realistischen Ziele nachzugehen. Und hier kann auch Skorpion manchmal lernen von Stier, nicht unbedingt immer verloren sein in ihre Verlangen, in ihren tiefen Verlangen, sondern mal ein bisschen hochkommen, ein bisschen transparenter sein. Ne, dieser Mondaspekt, ein bisschen sich verbinden wollen. Diese zwei Zeichen können sich am besten verbinden mit anderen. Nicht unbedingt am besten. Fische können zum Beispiel sich auch sehr gut verbinden. Oder zum Beispiel auch Waage auch. Ne, aber die können sich verbinden, weil Mond steht auch für Verbundenheit, für diese Emotionen generell. Ne. Der Mond steht dafür, für was denen nahe steht. Und darauf legen diese zwei Zeichen am meisten Wert. Auf Tradition, auf Familie. Die wissen, wie man mit der Familie umgeht. Oder mit anderen sich verbinden kann oder transparent ist mit denen, wie man sich um sie sorgt. Aber der Nachteil von diesen Zeichen ist, die können dadurch viele Verpflichtungen aufbauen, weil sie immer für andere sorgen wollen. Ne? Krebse eher emotional wollen sie für andere da sein, Stiere eher physisch, eher materiell als emotional. So sieht diese Konstellation ein bisschen aus. Ne? Man könnte da noch tiefer gehen, aber das ist so das Wichtigste dazu.